5. Juli 2013. Großalarm für die Feuerwehren in Wittmund. Durch die Explosion einer Gasflasche wird in der kooperativen Gesamtschule ein Großbrand ausgelöst. Mehr als 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Rauchentwicklung ist enorm. Sogar auf der 40 Kilometer entfernten Nordseeinsel Norderney sind die Schwaden zu sehen. Zahlreiche Unterrichtsräume, die Verwaltung, das Lehrerzimmer und die Pausenhalle der KGS werden durch das Feuer zerstört. Rauch und Wasser beschädigen weitere Trakte der Schule. Der geschätzte Schaden? Rund 10 Millionen Euro. Mitten in den Sommerferien verlieren viele Schüler einer der größten kooperativen Gesamtschulen in Niedersachsen ihre Klassenräume. August 2013. Einen Monat nach dem Brand werden auf dem Schulgelände 162 Container aufgestellt. 500 Schüler beziehen hier zum neuen Schuljahr ihre provisorischen Klassenräume. Nur die Oberstufe sowie die 5. und 6. Klassen können in ihre alten Unterrichtsräume zurückkehren. Frühjahr 2014. Wenige Monate nach dem Brand kann der sogenannte A-Trakt der KGS wieder bezogen werden. Einige der zerstörten Räume dort sind saniert worden. Doch die Brandruinen der weiteren Gebäude stehen noch immer auf dem Schulgelände. Frühjahr 2015. Bagger reißen die Ruinen ab und beseitigen den Schutt. Inzwischen ist ein Plan für den Wiederaufbau der KGS entwickelt worden. Das Ziel? Eine sogenannte Schule der Zukunft. Dazu zählen etwa modern ausgestattete Fachräume und eine digitale Infrastruktur. Mai 2016. Nach monatelangen Arbeiten am Rohbau des neuen Traktes wird Richtfest gefeiert. In dem neuen Gebäude soll die Verwaltung einziehen und ein großes Forum errichtet werden. August 2017. 4 Jahre nach dem verheerenden Brand wird der Neubau der KGS Wittmund offiziell eingeweiht.